Der Finn-Man hat Six durch einen Fernseher entführt. Wir müssen sie finden, bevor es zu spät ist. Problem ist allerdings, es gibt jede Menge Erwachsene, die wie besessen von diesem Fernsehprogramm sind. Und wenn sie uns bemerken, werden sie aufgrund dessen, dass sie wie Zombies sind, uns auseinanderreißen. Ich habe ja im letzten Part eine Fernbedienung bekommen. Meint ihr, es ist eine gute Idee, den Fernseher auszuschalten? Ja, nicht, oder? Wobei Mono sie bereits in der Hand hält. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es eine gute Idee ist. Das würde ja bedeuten, dass sie keine andere Wahl hat, außer auf mich loszugehen. Der Fernseher ist ihr Leben. So traurig das auch klingt. Oh, aber hier ist noch einer. Okay, das heißt, ich muss sie auf jeden Fall weglocken. Weil wir können uns ja jetzt auch zwischen den Fernsehern porten. Ich muss da rein. Hoffentlich bemerkt sie mich nicht. Ach so, die rennt jetzt zu dem anderen. Oh, stimmt, die rennt jetzt zu dem anderen. Ja gut, ich komme da zwar raus. Oder kommt sie wieder zurück? Nee, kommt sie nicht. Aber sie kann mich ja nicht erreichen. Alles gut. Puh. Ich denke, uns erwarten heute noch mehr solcher Rätsel. Das vierte Kapitel ist definitiv anders als die ersten drei. Etwas mehr rätsellastiger. Aber gefällt mir. Ist halt mal was anderes, ne? Nicht immer das gleiche. Und gleichzeitig ist man auch mehr in Richtung Story gegangen. Mit dem Finn-Man. Warum kriege ich denn den Fernseher nicht aus? Oh, jetzt. Moment, ich hätte erstmal den anderen anmachen müssen. Rest in peace. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur, dass er weggeht. Die Menschen können ja nichts dafür! Halt dich fest! Du hast doch nicht etwa vor, ihm zu folgen. Glaub mir, keine gute Idee. Ziemlich versifftes Bad. Aber in dieser Welt ist nichts mehr so, wie es mal war. Wir müssen zum Turm. Da hinten ist er. Oh nein. Nein, ihr werdet doch nicht. What the fuck? Deswegen sind auch so viele Menschen am Anfang von Kapitel 2 von den Dächern gefallen. Früher oder später bringt er alle dazu, auf den Turm zu schauen und seinen Signalen zu folgen. Das bedeutet für die meisten der Tod. Dieser lange, dürre Kecko muss gestoppt werden. Warte. Bevor wir weitergehen, schauen wir uns hier mal um. Die Zigarette, die qualmt noch. Also bis vor kurzem war hier noch jemand am Start. Dann ist er wohl runtergefallen. Wie ich? What the fuck, hä? Ich kann hier auch raus. Ja, aber wofür ist der Fernseher denn dann? Das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich den
Verschiebe. Oder muss der runter? Oh, 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 oh! Weiß nicht genau, was das bringen soll, aber ich probier's mal aus. Ach so, da ist... Oh, das ist ein offenes Fenster, habe ich nicht gesehen. Okay. Das war aber auch gemein. Ein Schalter. Ich kann das Wasser elektrisch laden. Das kann nur eins bedeuten. Da ist jemand sauer. Okay, das muss jetzt schnell gehen. Lauf! Oh, der Freak kommt! Der Freak kommt! Oh. Es tut mir leid. Ich hatte keine andere Wahl. Aber wer weiß. Vielleicht dankt er uns sogar. Das ist ja kein Zustand. Das ist ja kein Leben. Das ganze Haus scheint Stromprobleme zu haben. Der Aufzug funktioniert nicht mehr. Mann, was ist das bitte? Das stinkt. Da sind so viele Fliegen. Ich habe hier einen Fernseher, aber ich weiß nicht, ob ich den schon benutzen soll. Ich glaube, ich kriege erstmal hier in den Vent. Er ist verstopft. Runter mit dem Müll. Oh, okay, deswegen stinkt es auch so brutal. Das ist so ein typischer Müllentsorgungskanal, was es ja in manchen Großstädten gibt im Ausland. Oder gibt es auch in Deutschland? Ich weiß gar nicht. Hier auf dem Briefkasten ein Auge. Ja, da ist noch jemand drin. Das bewegt sich. Okay, dann lieber fernhalten. Wofür ist das Paket? Achso, für den Schalter. Hey, ich dachte, der Aufzug geht nicht mehr. Gilt das nur für das obere Stockwerk? Ist aber auf jeden Fall super gefährlich. Ja, siehst du, die Tür öffnet sich nicht mal richtig. Und da ist noch ein Fernseher. Heißt das, dass das die Verbindung hierher? Ja, dann hätte ich ja schon vorher herkommen können. Oder muss ich wieder oben drauf? Ja, jetzt ist eh zu spät, ne? Oh, obwohl. Ja, ich könnte auf jeden Fall oben drauf. Aber warte mal, der Raum da unten, das... Da war gerade ein Raum. Ach, um den geht's, glaube ich, auch, oder? Ich muss in diesen mittleren Raum und nicht nach oben. Kann man da einfach rausjumpen? Ah ja, okay. Also wir müssen hier hin. Alles klar. Dann war der Ansatz eigentlich nicht falsch. Moment, das passt so. Also nochmal den Aufzug raufschicken. Stimmt doch, oder? Doch, muss ja. Nee, warte, wie fahre ich denn dann wieder runter? Ich kann ja jetzt hier nicht... Komm, so schwer ist das nicht. Ich muss darauf kommen. Das kann nicht so schwer sein. Ich habe ja von hier aus nicht die Möglichkeit...
einen Schalter zu bedienen. Nein, habe ich nicht. Gar nicht. Außer so, aber dann komme ich ja auch wieder nur runter. Oder meint ihr, ich kann ihn aktivieren und schaffe das in einem Zug? Ich muss es probieren. So, und jetzt zurück. Schnell, 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 schnell. Und drauf. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Ja, okay, 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 okay. Ich sag ja, es ist eigentlich nicht so schwer. Ah, hier rausspringen. Oder nee, passt schon, alles gut. Alles gut. Hübsches Spielzeugauto. Vielleicht treffen wir ja auf ein anderes Kind. Einen Überlebenden. Ich könnte Verstärkung gebrauchen. Aber ich bekomme nur noch mehr Ärger. Okay, sie muss auch sterben. Aber wie locke ich sie denn hierher? Also jetzt muss ich mich ja eigentlich erwischen lassen, ne? Fernseher aus. Und schnell weg. Oh, das war knapp. Ah, Alter, war das knapp. Halleluja. Ja, auch für sie tut's mir leid. Ging nicht anders. Und ich habe euch im letzten Part noch gewarnt, ne? Von wegen, niemals mit so elektrischen Geräten, was eine Kabel hat und so, in die Badewanne gehen. Dieser Part zeigt, warum. Ah, okay, ich muss die Tür aufmachen. Ah, deswegen musste man sie auch killen, weil ich habe gerade innerlich überlegt, warte, hätte ich nicht einfach weitergehen können? Aber nein, kann ich nicht. Ich komme sonst nicht an den Stuhl ran. Ja, dann rest in peace, Omi. Ich hoffe, du hast wenigstens noch deine Lieblings-ARD-Sendung gesehen. Kapi? So, rote Rosen oder so. Oi. Public Viewing. Wie schön. Dann wünsche ich mal viel Spaß. Ich ziehe es vor, weiterzuziehen. Oh, das ist ein Shop. Ich brauche diesen Einkaufswagen. Vielleicht gibt's was auf den Regalen. Hier zum Beispiel. Da hinten. Oh ja, das sieht gar nicht mal so unwahrscheinlich aus. Oder komme ich da nicht rauf? Doch. Da hinten, da ist irgendwas Rundes. Könnte ein Hut sein mit viel Glück. Yes! Juhu! Und wieder dieser kackende Hund. Ich glaube, das haben wir schon mal an anderer Stelle irgendwo gesehen. Wir haben bekommen den Detektivhut. Auch sehr geil. Okay, und wofür brauche ich jetzt den Einkaufswagen? Ich höre halt wieder elektrische Geräusche. Ich glaube, das soll dann wieder als eine Art Brücke fungieren, oder? Oh, dann warte, 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 warte. Nein, 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 halt, halt, halt! Aber jetzt komme ich doch gar nicht mehr daran. Ja, obwohl, der rollt wieder zurück. Auf eine ziemlich gute Position. Da haben wir Glück gehabt. Oder vielleicht ist es auch gescriptet, keine Ahnung. Denk schon. Sonst wäre das hier viel zu luck-based. Ah, da oben ist noch so ein Schalter. Ich glaube, dann können wir den Strom ausschalten. Und so dann weiterkommen. War das vielleicht mal ein Kinderheim? Weil hier sind so viele Spielzeuge. Das ganze Haus über. Warte, warte, kann ich da nicht raus? Kann ich da nicht raus?
Nein? Okay, den Stuhl kann ich auch nicht verschieben. Hä? What the fuck? Seht ihr das da? Das Spielzeug bewegt sich. Alter, wie gruselig. Nee, nicht das. Dieser Teddy oder was das war. Der hat sich voll bewegt. So gezuckt. Als stünde er auch unter Strom. Okay, Schluss damit. Brauche ich den noch? Ja, doch, ich glaube schon. Ist das ein Fernseher? Boah, Bro, man kann es kaum erkennen, aber ich glaube, da ist ein Fernseher. Okay. Muss ich den dann nicht hier hin platzieren? Auf jeden Fall ein bisschen breiter aufstellen. Weil so Sprünge sind in dem Spiel immer etwas, naja. Belastoflip. Ich seh's schon kommen, ich schaff's nicht. Vielleicht auch erstmal anmachen. Oder geht das jetzt nicht mehr, weil der Strom aus ist? Ja, siehst du, ich sag doch, ich schaff's nicht. Oh nee, sag nicht, ich muss den Strom wieder. Das macht doch. Hä? Doch, das macht Sinn. Das macht Sinn. Okay, so schaffe ich den Jump. Vielleicht noch einen Ticken weiter nach rechts. So. Okay. Okay. Jetzt wird's ernst. Ich kann ja nun hier durchs Wasser, deswegen brauche ich den Einkaufswagen nicht mehr an dieser Stelle. Und ich kann dann, glaube ich, von da oben, wenn der Strom wieder an ist, einfach zurück auf das Geländer springen von dem Shop. Und dem. Ah, damn. Und auf der anderen Seite auf das Regal. Kamera? Danke. Strom wieder an. Hier rauf, genau. Und jetzt da drüben runter. Nee, warte. Nee, einfach hier drauf. Einfach. Du solltest dich halt festhalten, du. Oh. What the hell? Warum hält er sich nicht fest? Warum hält er sich nicht fest? Fest. Der Einkaufswagen ist. So, ich hab's wieder länglich aufgestellt, weil ich keinen Bock hatte, da jetzt rumzuzerren. Hoffen wir mal, dass es keine schlechte Entscheidung war. Okay, knapp, aber alles gut. Dankeschön. Oh, das triggert so hart, dass du in diesem Spiel und auch im ersten Teil solche Jumps einfach null einschätzen kannst. Ja, schönes Rätsel, aber wenn das nicht funktioniert, dann sollte man es halt auch lassen. Und jetzt? Ey, es ist so verdammt dunkel, ich sehe nichts. Ich kann auch nicht auf den Fernseher rauf. Oder komme ich woanders raus, wenn ich nochmal reinschaue? Okay. Ausmachen? Ah, jetzt kann ich auch rauf, Lul. Hallo, moin. Davor ging's nicht.
Oh, ich glaube, die stehen Schlange. Können es nicht erwarten. Aber wenn ich jetzt den Fernseher anmache, dann kommen die doch alle reingestürmt, oder? Da ist auch einer. Ich glaube, den sollte man zuerst anmachen. Ja, ja, die reagieren jetzt sogar schon auf... Die brechen da durch? Und das, obwohl noch nicht mal der hier an ist. Oh nein. Oh, schnell weg. Schnell weg. Das ist auch noch ein Fernsehladen. Oh, die verfolgen mich trotzdem. Guck doch, hier sind noch so viele Fernseher. Ja, gönnt euch. Lasst mich in Ruhe. Ich sag doch, RTL verblödet nur. Oh, weg. Oh mein Gott, was für Freaks. Wobei, ihr seid auch nicht besser, wenn ein neues Mario Let's Play startet. Kann ich ja verstehen. Ist das ein neues Portal? Six! Komm her! Fuck, er kommt! Was soll ich machen? Oh, eine Axt! Aber ich glaube, ich soll die Tür aufmachen. Ja, weil der hat die Risse wie auch in den anderen Kapiteln. Kämpfen, glaube ich, lohnt sich gegen den nicht. Schnell, mach auf! Schnell abhauen. Ist besser. Kletter doch! Junge, ist das dein Ernst? Es ist unfassbar. Ich kotze so hart! Endlich. So, jetzt beruhigen wir uns wieder. Sonst bin ich gefundenes Fressen für ihn. Lass ihn lieber vorgehen. Shit, was macht er? Oh, er kommt. Ich wusste es. Bin ich da? Ich bin nicht da. Oh, ich muss da rauf, oder? Ja, schnell, er kommt. Wie sich da langsam die Tür öffnet. Apropos langsam, mach doch schneller! Oh, es ist alles in Zeitlupe hier. Ist immer so, wenn er da ist. Oh, ich muss das Brett aufmachen. Nein! Mach ab, geh! Ein Zug. Oh, Deutsche Bahn, bitte enttäuscht mich einmal nicht. Fahr los. Weit weg. Egal wohin. Wobei, wahlweise zum Tower. Wäre ganz geil. Oh, no. Er macht einen auf Bahnpersonal. Ich habe keine Fahrkarte, ich geb's zu. Bitte entschuldigen Sie. Ich kann doch im Service arbeiten. Oh.
Mann, nein. Lass mich in Ruhe. Da kann er mir doch nicht folgen, oder? Doch, kann er. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Achso. Geh doch. Ja, moin, der springt auf die Hand. Ja, alles klar. Das ist auch immer so knapp bemessen, oder? Du darfst da vielleicht 3 Frames irgendwie falsch laufen. Warum er in die andere Richtung abspringt, obwohl ich permanent nach rechts halte, ist mir auch ein Rätsel. Gut, der Schwung war wieder rückläufig, aber dennoch. Oh boy. Oh ja, ja, die Abteile trennen. Beste Idee. Tschüssikowski. Da guckst du blöd, ne? Oder er denkt sich RIP. Ich weiß, ja, oh, genau das meinte ich. Ich wusste ja nicht, was passiert. Aber alles ist besser, als von ihm gepackt zu werden. Könnte das Ende des Kapitels sein? Weiß es nicht so recht. Oh, da... Nee, das ist 6, oder? Ja, das ist 6! Oh, aber ich bin verletzt. Kein Wunder, der Aufprall war heftig. Hä, wieso sehe ich denn hier 6? Die kann doch unmöglich hier lang gelaufen sein. Was denn für ein Riesenportal? Oder bin ich beim Tower und kletter ihn darauf? Das Six-Hologramm füllt uns auf jeden Fall darauf. Ja, genau. Er kann kaum laufen, aber klettern geht ganz entspannt, oder was? Das müsste noch viel mehr wehtun, weil da dehnst du ja deine Gelenke und alles. Aber gut. Ich war in der Kanalisation. Okay, da ist der Tower. Es ist nicht mehr so weit. Let's go. Aber kann es sein, dass ich ein bisschen elektrisch geladen bin? Oh nein, er steckt dahinter. Wir müssen an ihm vorbei. Mono, was hast du vor? Habe ich doch irgendwelche elektrischen Kräfte? Yo! Piss dich, Alter! Du Slenderman of Wish. Hau ab! Ah, okay, man muss sich immer auf die Seite lehnen, wie er es auch tut. Dann vibriert der Controller schön und zeigt, ja, beste, beste, beste. Hau ab, Mann! Und lass nichts frei! Was ist mit dir, Junge? Versuch's gar nicht erst. Ich bin mächtiger als du. Jo, ist er echt tot? Ah, nein. Aber es sollte dir eine Lehre sein. Wobei, er löst sich auf. Oder er verwandelt sich, bin nicht sicher. Da er zusammengebrochen ist, sah das ehrlich gesagt schon nach einem Death aus. Und
Mono, was tust du da? Wir können einfach... Warte mal, was? Ich zieh den Tower zu mir? Das ist insane. Aber wenn er jetzt wirklich tot ist, was erwartet uns dann hier drin? Und was ist mit Six? Das werden wir sicherlich bald im letzten Kapitel herausfinden. Doch jetzt erstmal noch zu den verpassten Dingen in Kapitel 4. Da wäre nur ein einziger verzerrter Junge, aber wie ihr schon seht, ist er echt heftig versteckt. Hier. Nochmal raus und dann rüber zum anderen Fenster hinein. Tatsächlich finden wir hier den Jungen und eine Mutterstatue, aka Ladystatue, und ein Bild von ihr auf dem Schrank. Ist das möglicherweise ihre Wohnung gewesen?